Tja, Morgi. Was sind denn da? Au. Okay, vorbei. Einzige Trader-Runde, die ich gewinnen werde heute. Zombie, machst du die Begrüßung? Nein. Willkommen zurück zur TTT. Hi. Hallöchen, Leute. Hallo, hallo, hi. Naja. Power Banger, meine Lösung machen. Morgi, Geld abheben. Eine weitere Runde mit diesen Leuten hier. Wow. So das viele. Sind wir. Die coolsten Leute. Diese Leute. Wir sind die coolsten Leute, hey. Ja, ich drück Tab und gebe die Spielerliste, deswegen sage ich diese Leute. Hier ist ein Traderraum drin. Ach, hier war dieser Traderraum, der war nee, richtig. Ich will Johnny sein. Wo Hockey nicht rauskam, das eine Mal. Juten im Discord. So, ich muss mich kurz muten. Ja, Hockey hat richtig genervt hier die Runde. Maeve, Sacrifice, was war? Nochmal? Du kannst hier wieder. Du hast ein Defibrillator, wenn du den benutzt, stirbst du. Oh ja. Tschüss. Oh nein! Hallo! Maeve, Hilfe! Nicht alleine. Was soll das? Gepoundet hast. Ich bin alleine. Ja, war Johnny vorhin schon hier? Ich wurde in dem Johnny geworbt und der war neben so einem riesigen Fleischstück. Nee. Ich weiß nicht, was ich glaube, die waren im Traderraum gerade. Johnny, ne? Johnny ist Trader, ne? Ja. Ich glaube, Johnny ist auch Trader. Was willst du denn jetzt? Ich glaube, du hast keinen Traderraum. Ich war das nicht. Aber er war's weg! Moment. Er war nämlich der Einzige, der nicht. Mach doch die Runde nicht einfach so kaputt. Er war der Einzige. Genau, Mate. Ja, genau, dankeschön. Mann, Morgi, Alter! Das müssen wir jagen. Shit. Fuck! Was zur Hölle war das? Traitor also, hä? Morgi hat sich für ihn geopfert, damit er nochmal eine Chance hat, weil Ricky ihn einfach getötet. Wo ist Ricky? Hey. Oh, ich komm hier nicht hoch! Wo ist Ricky? Hallo? Was machst du? Oh mein Gott, der Zug! Oh no! Was? Ich kam ja nicht hoch! Oh was? Mein Gott! Oh, Hockey ist auch tot. Ja, ich Max hat auch gekillt. Ich trotzdem 50 Karma bekommen, aber wo ich den Traitor wiederbelebt habe. Ich wollte dich gerade noch wiederbeleben, Hockey. Und dann wollte ich wieder eine gehörige Ansage machen, aber leider. Die Waffe, oh mein Gott, hallo John. Ich wollte dich warnen vor dem Zug und bin dann selber. Maeve, hast du mich entlarvt? Wir wurden teleportiert und ich stand mit Rikis zusammen, also ich stand mit Rikis zusammen unten und danach stand ich mit Rikis zusammen im Traitor-Raum. Und du warst der einzige Fremde, der nicht mit uns unten war. Das heißt, du musst dahin teleportieren zu uns. Ich hatte auf jeden Fall mich nicht aus dem Traitor-Raum teleportiert. Okay, dann war ich. Warum bist du Traitor? Ich hab einen Traitor-Glück reingejagt in die Scheiße. Warum bist du Traitor? Ah, er schießt, Hilfe. Ja, pass mal auf, kriegst du noch einen Schuss ab. Mit dem Küchenbaum. Nein, ich will nicht noch mehr Schüsse abkriegen. Glaubst du, Mogi ist nah? Oh ja, Mogi, schieß mal am Fuß. Aua, nein, ich hab Schaden bekommen. Er ist kein Nah. Aua, hör doch auf! Schieß doch mal auf den Fuß, Mogi, ich hab's nicht gesehen. Ich glaub doch nicht, auf Fuß. Nein, lass es! Ja, lass es doch! Ja, jetzt hast du hier auf dem Boden geblutet. Aua, jetzt hör doch mal auf! Ihr wollt über Bonzen reden. Ich wollte über Bonzen reden. Die Ratte ist schießwütig. Voll sie ist richtig schießwütig. Oh, wisst ihr, was richtig eklig wäre? Bevor er mich wieder abschießt. Was denn? Okay. Zug kommt! Oh nein, der Zug! Oh, lass mich hoch. Der Zug kommt! Pass auf! Auf. Maeve, komm her. Oh. Womit hab ich denn das verdient? Was ist das? Wie sich hier alle aneinander vorbeidrücken. Wollen wir irgendwo hinfahren, Jungs, oder warum warten wir auf den Zug? Hier auf die andere Seite. Oh. Okay. Ja, hier oben. Ja, ich will hier halt einsteigen. Irgendwie muss ich ja nach Hause kommen. Können wir darüber reden, dass du ein Traitor ist? Wieso habe ich mein, ich bin nicht Traitor. Wieso ist mein Magneto-Stick weg? Nein. Ja, weil du Traitor bist. Hier nach dem Zug? Hä? Ganz easy. Wie, weil ich Traitor bin? Was heißt das? Ricky ist Traitor. Das heißt was? Das ist ein Traitor. Auf den Zug, nee, Zug stecken bleibt. Nein, danach hab ich nicht. Yo, gefragt, und dann gibt's so einen richtigen Soundglitch. Das heißt, wenn ich mein Magnetostick nicht mehr hab, wurde ich erwischt, wurde ich gesehen. Ach, wegen der Schockpistole wahrscheinlich hast du ihn verloren. Der liegt hier. Okay. Was ist passiert? Mogi? Ich glaube, Mogi war's. Die Runde darf nicht enden. Ich will den Zug sehen, wie er alles wegrammt hier. Ich hab die Ratte besänftigt. Ich glaube, die Schockpistole ist gebackt. Ja! Der Zug ist aber hier richtig durchgerast. Aber. Hä? Nee. Ricky? Aber er hat Johnny getötet. Ricky, hast du noch den Magnetostick? Ja. Okay. Warte mal,
Ist Tommy gerade gestorben? Nee, Ricky ist gestorben. Ja. Ah. Okay. Gut, dass noch einer übrig war. Ach so, okay. Hockey hat Ricky getötet. Ich dachte mir. Ja. Minus 72 Karma, absolut unverdient. Warum habe ich kein Minus Karma bekommen? Ich habe doch Hockey auch angeschossen. Pudi, du bist ein guter Trader. Ich habe ihn getötet. Boah, ich habe mich einfach weggerundet, Hockey. Ja. Okay. Ricky meinte, aber du bist es. Ich dachte, mir wird schon stimmen. Ja, das haben einige gesagt. Die Schockpistole hat irgendwie nur einmal funktioniert und danach hat sie gebuggt irgendwie. Weil da stand immer null Schaden und es ist immer nichts passiert. Ein Taser muss ja auch meistens mal laden, Maeve. Das kommt auf einmal, wenn man keinen Kopf-MP macht. Ich hab die doch ständig geladen. Sicher hast du sie doppelt geladen? Ich hab die dreimal geladen. Dreimal geladen? Sag mal, ich sollte gerade mal wieder nach. Ach man, das machst du doch mit Absicht. Hockey, was soll das eigentlich? Das wollen die alle von mir. Was war das für ein Arschloch-Aktion holen? Okay, nein, das ist ein Zufall. Hallo, der Bahnhof ist gesperrt. Warum ist der geschlossen? Hier ist geschlossen. Oh Mann. Ich will nicht mehr auf diesem Planeten leben. Alter, wie er wegsurft. Subway Surfer, Junge. Mehr reingehen? Genau. Die kündigen sich auch nicht an. Oh. Mein Gott. Ich bin über den Bahnsteig drüber. Ich bin über den Koffer gestolpert. Gepäckstück. Was liegt denn noch mal, das auch hier rumliegen? Das macht 10 Dinge. Oh! Das ist ja gefährlich. Wie bin ich hier gelandet? Ja, genau. Das ist das Ding, wenn du das berührst, dann wirst du weggeschleudert. Okay, was passiert jetzt? Das ist eine gute Frage. Was ist eigentlich mit der Wassermelone passiert? Ist mit der Wassermelone irgendwas passiert? Vorsicht, Zug, 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 Zug. Oh, 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 oh! Oh nein, was? Das Ding hat ihn umgebracht, nicht der Zug. Ja, jetzt haben wir in die andere Richtung geflogen. What the fuck? Den Asken. Das Gepäckteil. Das war die Runde? Ich würde sagen, wir haben durchaus mal wieder bewiesen, dass manchmal zivilisiert miteinander reden ist der richtige Weg. Ich hab mich selbst in die Luft gesprengt. Was war das? Wir haben euch beide haben sich selbst ausgesprochen. Ich wollte den Gag machen mit der Schärfe und dann dass ich dann brenne mit der Brandgranate, aber es ging dann viel zu spät. Oh, das wäre so gut gewesen. Ja, ja, aber dann war die Runde auch vorbei, es war alles ein bisschen doof. Ja. Verdammt. Und Zombie ist volle Pulle in den Zug reingeschossen worden. Oh, nee, ich bin vor dem Zug schon gestorben. Was hat also, okay, uns das so ausgesehen? Gegenstände auf dieser Map drehen ein bisschen durch. Ja. Nee, komm! Da bin ich einmal Traitor. So gefährlich, wir können sowas von sterben gerade. Hockey! Ich will hier absperren, ihr könnt ja nicht mehr die Kisten auf der. Oh mein fucking. Oh, das funktioniert ja! Die fliegen ja umher, wenn ich das mache. Ja, ja. Oh, ja gut, wirklich. Ich lass Moggy in Ruhe, da gibt's einen Grund. Unendliche Kräfte. Was ist denn der Grund? Das Autospace. Ich bin Banker. Das werde ich dir doch nicht auf die Nase binden. Das Rollenspiel das jetzt hier. Oder was? Ja. Mir hat's ein bisschen überkommen. Bist du schuld daran oder was? Oh Gott, wir sind so ein riesiger Haufen gerade. Wir sind so ein Blob an Menschen, das ist furchtbar. Ich heb ab. Nicht fällt mich. Tschüss. Disco. Disco. Au! Was hat Ricky gerade gemacht? Bring, bring! Bin geflogen. Wohin? Ich bin Detective. Warum bist du dem Tode nah? Bring, bring! Ich bin nicht Detective, du hast ein Dollarzeichen über dem Kopf. Oh, ich hab mein Fahrrad gedodged. Hm? Bring, bring! Das ist eine Rolle, Detective, das ist im Banker. Oh, fast seid ihr alle tot. Wieso frisst du gerade? Bring, bring! Oh, der Pech. Wow. Geil. Wie benutzt man das nochmal? Die Leertaste gedrückt lassen. Ah. Glaube ich? Ist hier einer? Okay, Johnny. Wo ist Johnny? Lass uns nicht in der Nähe von Moggy drüber reden. Ich bin doch hier. Sicher können. Also, wir wissen Zombie über Hockey Bescheid, wir wissen über uns Bescheid. Wer Zombie, Maeve und Fully leben noch. Ja, und sind so viele Spiele, um was auszuschließen. Ja, eben. Also. Also, ja, Fully. Ich würde sagen, dann machen wir einfach weiter. Die Gurke oder die Avocado? Dann ist es wohl Fully. Dann wird es wohl Fully sein. Ich meine, beides ein bisschen lame, aber wenn, dann wahrscheinlich die Gurke? Ja, aber außer die Gurke ist gut. Boah, das Lieblingsgemüse. Hat man wenigstens was Knackiges? Als ob das jetzt hier einfach geklärt wurde. Das ist nicht sein Lieblingsgemüse, das ist gar nicht. Nee. Das war gar nicht die Frage. Das war eine Entweder-Oder-Frage. Er hat nicht zugehört. Außerdem ist der Avocado kein Gemüse. Ich hab wirklich nicht zugehört. Du wächst doch am Baum. Hast du dein Lieblingsgemüse? Ja. Was wächst am Baum? Brokkoli, Gurke. Brokkoli? Brokkoli ist wirklich lecker, ja. Aber nur so oder?
Nee, schon mit was dazu, aber ich finde Vogel einfach geil. Weißt du, was richtig. Was ist das für eine dumme Frage von mir eigentlich? Ist das nur so? Ja, einfach so. Niemand isst irgendein Gemüse einfach nur so. Aber. Ah, doch. So was? Geile. Paprika? Stell dir vor, so geile. Ja. Ich mag Gemüse, mag ich gerne zubereitet zusammen mit. Ja, und eine Gurke, so eine Gurke? Einfach mal. Oder Gewürz. Okay, so eine Gurke ist safe. Eine Gurke ist safe, stimmt. Aber Brokkoli ist auf jeden Fall kein Gemüse, was man einfach so isst. Ja, das stimmt. Hör mir zu. Ja. Kartoffelbrei mit Brokkoli und Fischstäbchen. Boah. Hab ich noch nie gegessen. Aber was? Das ist ultra lecker. Was? Irgendwas dazu noch, damit es runter geht? Oder ja, einfach so? Ja, so eine Sauce oder so. Ja, also ich esse das auch manchmal so. Was ich dir auch sehr empfehlen kann, ist Leberkäse mit Spinat und Kartoffeln. Hab ich auch noch nie gegessen. So viele Variationen, die ich noch nicht kenne. Okay, aber du bist nicht so weit verkauft. Wie konnte ich eigentlich oder? So fett werden, um so Sachen zu kennen? Oh, das ist Basic-Essen, das ist Scheiße. Was habt ihr? Wer ist dein bester Freund? Meiner ist Hockey. Oh, hör auf! Gute Arbeit. Ich hab euch nur gehört, wie ihr ein eigenes Team wart und dachte mir, scheiße, ihr seid arm. Ey, du hast mir mein Team geklaut, das hab ich gar nicht mitbekommen. Aber, wenn du Zombie erschossen hättest, dann wären wir nicht so geschwächt gewesen. Naja, ihr habt generell schnell reagiert, um mich zu erschießen. Ich war nämlich so kurz davor. Nein, das hast du nicht versucht, das war das Problem. Doch, davor, ich hab ja versucht, das fast die ganze Zeit. Okay, ja. Oh, Zopf im Paradies. Rein unter Freunden. Und das ist dieselbe Waffe? Wie viel Schaden mache ich? Wieso? SG-55. Wenn mir fehlen 80 Karma, wie viel Schaden mache ich? Das steht doch oben rechts. Achso. Oben rechts. Wo ist Mogi? Bei 80 Karma fehlt da vielleicht 1 oder 2%. Ah, Mogi. Was? Achso, Leberkäse? Okay. Ich habe eine Leberkäse-Messe gefragt. Leberkäse-mäßig. Kennst du das Gericht? Kartoffelbrei, Leberkäse und Spinat? Ich meine, ich glaube, es ist eine Kombination, aber an sich nicht gegessen jemals. Nee. Ich finde Leberkäse okay, immer wenn ich. Spinat und Ei? Ja, das kenne ich zum Beispiel. Ei kann man auch dazu machen, das, ja. Aber das finde ich. Aber so ein Fleischkäse muss auch dazu sein. Fleischkäse. Ich kenne es nur mit Spinat, Kartoffeln und Menschen. Ei. Oder was? Hi. Ja. Oder Spinat, Kartoffeln und Fischstäbchen. Das also Ricky und Mogi sind es, ja. Hallo, willkommen im Twitter-Raum. Ach komm schon! Sollen wir hier los? Geht doch bitte wieder raus jetzt. Okay, wir gehen wieder. Warte. So. Moment, ich kann hier gar nicht raus. Ja, wir können hier drin bleiben. Der Ausgang ist hier hinten, Jungs. Da in der Ecke. Hier. Oh. Ernsthaft, Zombie? Das willst du jetzt durchziehen? Nee, ich glaube nicht, dass da der Ausgang der Tür. Ist. Nein, da ist nicht der Ausgang. Ich weiß nicht, was der Ausgang ist. Hier in der Ecke? Ja, da hinten ist auch irgendein Ausgang, ja. Aber da vorne bei dir nicht. Ja, gut verfehlt. Nee, ich hab jetzt den wieder tot? Oh, ups, okay, dann hab doch nicht verfehlt. Ja, wo ist er hin? Hallo? Lass mich rein! Hier rauslassen? Hast du ihn erschossen? Oh. Aber sicher doch, willkommen in meiner Butze. Richtig schön, dass du es so, ich will dir keine Angst machen. Aber es gibt nur noch 3 Spieler, die am Leben sind. Und einer davon macht Jagd auf dich. Es ist Zombie. Oh nein. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen erschreckend erstmal. Ja, aber Zombie ist ja eine Lusche. Pass auf, wie ich ihn jetzt mache. Kommst du mit? Wer lebt denn überhaupt noch? Na, das ist gut der Klasse. Moggi? Ja, ich bin allein hier drin, ja. Ja, Ricky lebt halt noch. Wahrscheinlich steht er halt irgendwo als NPC oder so. Na, komm doch erstmal rein, dann können wir darüber reden. Ich kann euch nicht. Drin ist viel wärmer als draußen. Okay, irgendwo muss Ricky noch sein. Doch, viel Glück. Hast du es gesehen? Alter, war das eine Scheiße. Ricky, du warst stets bemüht. Ich dachte, Morgi will mich umbringen noch oder sowas. Aber der Schuss daneben ging, ey. Ich hab dich in unsere Falle gelockt. Tatsächlich wollte er dich umbringen, indem er dich zu Ricky führt. Ja, aber Ricky hat daneben geschossen. Ja, zweimal. Ich dachte, wenn ich dich in den Hinterhalt locke und Ricky die Chance bekommt, ist das fair. Ach, Mann. Tja, und am Ende war es viel peinlicher für Ricky. Der Oberparade gewartet, Hockey, also.
tot gewesen. Tommy? Tommy? Ah, ist ja schon weg. Wollt ihr noch sagen, wie frech das war? Ja, ich hab. Tommy? Ich hab mir gedacht, ich könnte aufs Feuer einfach auf euch öffnen, aber irgendwie hatte ich. Moment, ich rede gerade, Maeve. So. Ja, ich hab's mitbekommen. Warte mal, du hast. Meinst du, ich erinnert mich gerade auf euch geschossen? Auf euch? Wahrscheinlich. Das war, wir waren irgendwie denkst alle du? Da drin. Jeder hat da einfach gechillt, die waren alle ultra nett einfach. Ja, normal. So, was geht ab? Was geht, entspannter Typ. Ey, ich wollte nur sagen, das war ganz schön frech mit dem Fahrrad und dann wolltest du doch die anderen reinlocken. Kommt mal her, ich hab in der Runde davor schon das Fahrrad auf Leute geworfen, bring und dann konnte ich das Fahrrad kaufen. Das musste ja sein. Ey, in der einen Runde war ich Traitor, bin ich hingegangen und wollte Ricky den Automaten zeigen und fast die Traitor-Tür hier geöffnet. Johnny, ist das ich hab noch ein Wort. Johnny. Du hast noch ein Wort, ja? Ja, ein Wort. Willst du dich durchglitschen? Kann ich? Soll ich dich boosten? Warte. Nö, ich hol einfach ein Fass und drück das gegen mich. Oh, aua. Und, ist was drinne? Bombe? Ja, okay. Fehlt jetzt auch kein. Ich fall einfach durch die Decke und Polly sagt nur Vorsicht. Aber durch die Decke gefallen? Ja, ja. Daher kam so irgendjemand der Bienen losgeschickt. Ich wollte gerade sagen, ich dachte gerade, es wäre Zombies Schrei gewesen. Oh, alle Knochen gebrochen. Aua. Guck mal, wenn ich das jetzt wieder versuche, ich werde direkt mich umbringen. Pass auf. Ja, pass auf. Ich werde es beobachten und für die Welt aufnehmen. Man kann sich irgendwie nur in den Boden drücken. Ja. Hallo. Das habe ich auch gerade geschafft. Johnny hat auf uns geschossen. Habt ihr gesehen, wie geschwächt ist der da, als er selber reingeht? Oh, der zukommt! Der zukommt! Oh, Maeve! Oh mein Gott, wie knapp war das denn? Was wollte Moggy jetzt gerade von sowas Knappes gesehen? Scheiße. Ich bin direkt vom Zug gelandet. Ricky und Moggy. Oh mein Gott, Musik. Oder Melodie, ein deutsch-englisches Wort, Alter. Ja. Ricky und Moggy? Die sind oben, let's go. Angriffstruppe, Zugriff. Oh, ich hab nichts gemacht! Und? Ich glaube, er hat wirklich nichts gemacht. Aber er ist Traitor gewesen. Er hat bestimmt irgendwann mal was gemacht. Ich sehe meine Waffe nicht mehr. Hattest du das nicht auch mal wahrscheinlich, das auch. Dass du die Augen nicht gesehen hast? Das hatte ich letzte Folge. Ja, letzte Folge habe ich die Farbe nicht gesehen. Ah ja. Oh, hier sind die Bienen. Moggy! Hä? Ach, Moggy war es doch nicht. Und wer ist dann? Da unten ist ein Unsichtbarer. Ich hab doch einen Unsichtbaren gesehen. Lass mich durchspielen. Ich hab keine Zeit für euch. Hier! Warte mal. Mann, hey. Wieso wollte ich das unbedingt mit dem Bumerang machen? Bumerang war ein bisschen gewagt. Ich werde keine Aktion mehr mit Hockey, ich werde keine einzige coole Aktion mehr mit dir machen. Okay. Das ist der größte Verrat, den ich je gesehen habe. Was zur Hölle? Safe. Ich war ziemlich überzeugt, dass Moggy und Ricky Traitor sind. Ich auch. Und ich dachte mir so, wenigstens habe ich noch Moggy erwischt. Aber nein. Ich denke mir so. Nicht. Oh nein. Ich wollte nur noch mal ein, zwei Schüsse auf Hollys Bein abgeben, weil er ist ja komplett ausgerastet dann. Und dann hab ich ihn erschossen und dann komme ich so wieder und plötzlich kommt auf einmal die drei Fragezeichen und schießt. Ja. Autsch. Einmal ducken. Kann ich nicht in den Boden reindrücken? Kann man sich gegenseitig in den Boden reindrücken? Nee, scheinbar nicht. Jetzt bin ich gleich einfach kann ich mich selber in den Boden reindrücken? Jetzt bin ich gleich einfach auf einer anderen Map. Oh mein Gott, wo bist du hin? Tommy, lebst du noch? Warte, ich komm hinterher. Warte. Tommy? Warum schießt du denn? Bist du dumm? Einfach purer Hass. Hilfe sagen, weil unter mir sind Bauarbeiten. Und ich glaube, wenn die mich hören, wie ich die ganze Zeit Hilfe rufe, weil das kommt nicht gut. So, hey! Der kommt da nicht raus.
Oh, ich bin wieder draußen, danke. Bitteschön. Von der anderen Seite? Was ist hier pass? Wen schießt du? Au, was ist denn nicht? Er hat geschossen auf uns. Warum hast du... nein, ich hab auf dich geschossen. Wer von euch war's? Mogi, ihr wart... Was? Ich hab... Ey, Fully. Wieso hat Fully überlebt? Warte, ja, er ist gerade umgebracht. Oh, okay. Ich dachte, Mogi ist Fully angekommen und hat angefangen, alle zu erschießen. Na, Maeve hat versucht, auf dich zu schießen. Keiner hat versucht, auf dich zu schießen. Nein, Maeve hat auf Ricky geschossen. Ich hab nur Ricky erschossen eigentlich. Auf Ricky geschossen. Fast hab ich dich gekillt, Maeve, fast. Das sah so aus, als wäre das auf mich gewesen. Mein Plan war, ich hing ein bisschen fest und ich dachte, Ricky läuft vorbei, holt alle her und dann werden wir da stehen und sagen, da hängt er fest, kriegen wir ihn irgendwie raus und dann zünde ich meinen Galaxy S4 Samsung. Da war Kollateralschaden, ja. Ricky, sorry. Hier runterfallen, hier. Zwischen diesen Säulen. Nein, nicht, keine Granate. Okay. Was ist zwischen den Säulen? Ich hab da die Runde gewonnen noch. Aua. Ja, sind Säulen. Säulen zwischen den Säulen? Nee, ich versuche jetzt hier runterzufallen mit dem Pass. Aua. Naja. Was war das jetzt? Irgendwann. Hört auf zu schubsen, das ist gefährlich am Bahnsteig. Hätte ich dich nicht gehalten, du. Wow. Ricky? Pass auf, der Zug. Also irgendwie gefallen mir die Waffe auf der Map immer noch nicht. Nee, man findet selten gute. Und jetzt? Tommy? Ricky, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Oh, Johnny ist so drauf reingefallen. Wo bist du? Was denn? Ich hab einen richtig krassen Sport. Ja, hol mich auch gleich, Ricky. Hol mich auch bitte direkt. Ja, hol ich. Wenn du schon dabei bist. Was machst du, Ricky? Danke. Ja. Danke. Bitte. Ach, danke. Ach, er belebt den wieder. Also da ging es nicht weiter. Nee. Hier, wir sind hier, direkt gefallen. Hier, also, ist jetzt zwischen den Säulen. Ich war auf der falschen Seite. Ich glaub, Ricky. Und Hockey, warum steckst du die ganze Zeit um meinen Kopf herum? Ja, oh, danke. Ich hab ein Wort. Lass das Fass hier. Tunnel und Spore. Oh mein Gott, Tunnel auch. Oh, hallo Freunde, habt ihr schon von dem... Hallo Maeve, warte. Ja, ein tiefer müssen wir noch. Ein tiefer müssen wir noch, ja. hier irgendwo. Was hat denn das Outfit mit Küchenrollen zu tun? Ich bin drin! Wo ist Sommel? Tommy? Chat? Hallo? Achso, du warst in der Konsole. Hängst du schon wieder fest, Tommy, oder was? Den Küchenrollenladen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier warten soll auf Tommy. Wahrscheinlich nicht. Was geht denn hier ab? Was der ihn gekillt hat? No. Oh. Maeve, du bist zweimal nicht vorbeigelaufen! Verdient! Ich stand hier in dem Gang. Es war in der Tat meine Granate, die ich war sehr fixiert auf dem Boden nach einer Waffe. Ja, ich hab dich hier so dreimal vorbeilaufen sehen. Ich bin ein bisschen Twitter rum reingefallen. Ich hab gehofft, dass du hinterherfällst. Ich bin da dran vorbeigefallen. Ich möchte anmerken, wir haben die Map schon mal gespielt. Und da hatte ich so wenig Karma, dass ich kaum mehr was machen konnte. Und jetzt spielen wir sie wieder. Oh nein! Ich hab den niedrigsten Karma schon seit Monaten. Auf ewige Spiel. Nee, das ist okay. Diesmal komme ich damit klar. Na, es war vorhin das letzte Mal auch viel krasser. Ich glaube, das sind noch so 40 Karma. Es tut mir auch leid, Pulli, ne? Das musste sein. Ja, auf der Map hättest du jetzt schon minus 99% Schaden, deswegen ist es okay. Maeve war der eine, der es eigentlich gesehen hat. Morgi, warum warst du eigentlich vorhin kurz? Ich hab mich so gewundert, warum er nichts gesagt hat. Jetzt macht er, ne? Ich dachte mir, das ist ein... Keine Ahnung, eine random Person. Was hab ich denn gesehen? Nur nichts gesagt hat, als einziger, wo ich Fully erschossen habe. Okay. Ja, du hättest eigentlich sowas von zu dem Mord sagen sollen und hast einfach nichts gemacht. Ich hab's nicht gesehen. Diese Gurken, die mir Küchenrolle verkaufen wollte, wer war die nur? Diese Aufnahmesession. Ich bin diese Aufnahmesession wirklich dumm. Also, ich spiel so schlecht wie noch nie. Ich seh nichts. Oh nein, Maeve, sag doch nicht sowas. Maeve, brauchst du eine Küchenrolle?
kann man für viele Zwecke verwenden. Also ich brauche die zum Weinen. Zweckwischen. Nee, ich brauche eine zum Weinen. Du kannst ja reinkommen, Mave, wenn du willst, wenn du kurz ein bisschen... Wo sind Beweise? Oh Gott. Schlangen! Okay. Naja, zumindest dachte ich das. Also das Gesundheitsamt sollte hier mal vorbeikommen. Ohne dir zu nahe zu treten. Ja, also... Küchenrollen... Das Problem ist, man kann viel mit ihnen machen. Ricky ist tot. ich Schlangen abwehren gehört nicht auch. Gehört nicht dazu. Ich geh mal kurz in den Keller, ja? Ist okay, oder? Kommt die her! Da! Die kommen von oben! Die kommen aus Morgis Laden. Morgis Laden ist wirklich... Küchenrollen zu shoppen. Ach, die sind immer noch da! Ich dachte, ich kenne... Deswegen das Gurkenkostüm angehabt. Ja. Hat ein Gurkenkostüm an? Ja. Morgi hat der letzte Runde irgendwie ein Gurkenkostüm an. Wie funktioniert die Scheiße? So. Und so eine Pistole. Dann kostet es 2 Galils und 2 Pistolen. Moin. Okay, hier schon mal von beiden eins und ich suche mal, ob ich mehr finde. Ja. Ach, kann ich die Galil haben? Nein. Ah, jetzt habe ich das erst so verstanden. Ich gebe dafür eine MP5. MP5 dafür? Na. Warte mal, hast du eine Traitor-Falle-Waffe versucht zu verwenden? Johnny, guck mal, ich 2 Pistolen. Oh, Leute, ja, ich glaube, Johnny hat... Ja. Da ist jemand umgefallen. Hallo, Johnny. Bist du ein Traitor? Das war der Detective. Hey, nee, ich töten? Ich bin nicht Traitor. Ja, ich soll einfach schießen heute. Ich kann heute eh nichts Besseres machen. Hallo. Ja, Johnny! Let's go! Mein Mann! Yes, let's go. Ich habe vergessen, dass ich unendlich Munition habe. Ich habe extra nochmal nachgeladen, aber musste ich gar nicht. Ich hätte einfach alle umberserken können. Ich wollte hochgehen und fragen, ob es stimmt, dass du Küchenrollen geklaut hast, aber es hat nicht geklappt. Du mit deinen Küchenrollen. Ich brauche keine Küchenrollen, ich habe Tempo. Der Typ lebt seine Küchenrollen. Oh, der Taschentücher habe ich auch. Tut halt auch mal weh mit den Küchenrollen, ne? Wenn du das weiche Tempo nimmst, dafür das abzuwischen und macht halt besser mehr. Macht halt mehr Sinn, ne? Was? Nix. Was war das? Ja, was war der letzte Teil? Das, wenn man sich so weiche Tempo nimmt, ne, und dann... Das weiche Tempo. Ja, ich merk schon, der kann sich gar nicht mehr zusammenreißen dann. Ricky ist ja furchtbar. Nee, also echt nicht. Hallo. Das fand ich auch echt immer unangenehm, okay. Ja. No. Oh Gott, ja. Ja, hallo, oder lässt, Ricky. Oh nein, lässt du es einfach Ricky kleben, Spar. Ricky. Du arbeitest jetzt auch hier. Oh nein. Du hast keine andere Wahl. Also wie alle meine Freunde. Aber Ricky ist also da. Mann, ja, du bist auch so ein richtiger Softie. Die Burgerbrötchen sind alle, Ricky. Ja, fahr mal Cocktail. Ich geh kurz zur Rewe. Sag ich mal durch, ich muss zur Rewe. Das holen wir, ich geh mit. Okay. Ich geh mit. Tu mir einfach so, als hätten wir nicht gehört, dass jemand geschossen hat. Man kann ihn nicht alleine lassen, die Jungs. Wollt doch gerade wirklich jemand erschossen, oder? Ah, ist das dein Laden? Wie lief das Geschäft? Genau, als war wir weggegangen sind. Aber der lief nicht so gut. Oh, hier ist noch ein Gang. Ein Typ war mal kurz davor, eine Rolle zu kaufen und hat einfach die zweite Galil nicht gebracht. Da habe ich ihm die Beine gebrochen. Ich bin vorhin auf den Schild hier rumgeflogen und da habe ich mir auch beide Beine gebrochen. Okay, also hat Johnny Ricky umgebracht in dem Fall? Okay. Ich glaube, Ricky töten, oder? Ich würde sagen, das war ein Arbeitsunfall. Farmers. Ja. Arbeitsunfall. Hör auf mit der Farmers hier. Wer ballert da? Mave? Was sollte das? Was sollte das? Also Fully, wir müssen mal kurz über dein Timing reden. Warum tauchst du ständig auf, wenn ich gerade irgendeine Scheiße mache? Furchtbar. Sorry, man. Ja, Mave, let's go! Das tut sowieso verraten zu werden von dem Team. Ich habe nicht mal verstanden, was Mave gesagt hat. Was hat Mave gesagt? Mave war sauer, dass ich ihn erwischt habe. Es tut mir so leid, Morgi, ich hatte so eine schöne Runde mit dir, ich hätte gern weitergemacht, aber irgendwann muss man auch die Arbeit erledigen, ne? Aber es tut mir leid, dass ich immer dann auftauche, Mave, sorry. Und? Ja. Wie fühlt sich's an, wenn das Herz blutet? Ah, du auch, Johnny? Wenn Johnny nicht reingelaufen wäre und rumgefallen hätte... Das hat er bei mir nämlich auch gesagt. Ich hätte bis zum Ende noch mit dir Spaß gehabt, Morgi. Das hat mir sehr viel bedeutet. Ich wusste nicht, was eure Runde war. Keine Ahnung, tut mir leid. Der Trick hier hat mir nicht so viel bedeutet.
Auf wen spürst du Hass, Morgi? Na und sonst so, Kinas. Kinas! Ich hab einen Striker-Shotgun, ich geh da jetzt voll Gas auf Maeve. Nein! Da ist er ja. So. Kann ich die MP5 haben? Ja klar, du kannst alles haben. Vorhin wolltest du die nicht! Wollen wir die so in die Tür klemmen? Dann sieht's aus, als wäre er Traitor gewesen. Oh ja. So. Der beste Türstopper, den ich je hatte. Ja, aber die ist mal ein bisschen wegbewegt. Aua. Ricky! Irgendwann bitte zugeben. Komm mal runter, aua. Du wirst es hier lieben. Jörn ist super. Aua. Vielleicht ist er schon tot. Ich hab die Schüsse gehört. Aha. Nee, nee, Ricky geht's gut. Ja, Ricky, komm mal runter. Ich glaube, er singt. Nein, um Gottes Willen, Ricky kennt Bombenpass. Ja, ich komme. Ja, guck mal, unser Türstopper. Oh, ein Türstopper, cool. Guck mal, wir haben einen Türstopper. Die Tür oh mein geht nicht Gott, dazu, Ricky ist ein Traitor! Hä, ja, wieso? Weil ich da reingegangen bin, das ist ein Türstopper! Na, unser Türstopper! Oh, ja, wow. Ich mach die Traitor-Raum doch nochmal auf, danke, Ricky. Danke, Hockey. Danke, Ricky. Das war schlechtes Timing, das war ich danke, nicht. Danke, Ricky, dass du das auch gemacht hast. Ja. Du wirst wieder hingeschaut in dem Moment, das ist der Wahnsinn, wie es gepasst hat. Also, Ricky, du stehst auf der Abschussliste. Oh, ich hab Brain Virus! Brain Virus! Brain Virus! Vorsicht, 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 Vorsicht! Er war's nicht! Oh, Scheiße, du machst es! Was? Ist es wirklich Ricky? Also auch? Ricky? Hab ich gar nicht gehabt. Viel Spaß, ja, die sind wütend da drin. Achso. Hat sich wieder beruhigt! Oh mein Gott, ich hab mich so erschreckt vor dir. Du Schwätzer. Hi-ja! Mein Boomerang ist weg! Hahaha, verdient! Oh Mann! Nice! Och Mann, ich hätte es wie auch nicht gewonnen! Wie hat er dich erwischt? Och Mann, wie zur Hölle was? Hat er das gemacht? Ich hätte ach, wie hat er das geschafft? Er war so lowlife! Hockey hat es so verdient! Holy shit! Ich möchte mal kurz darüber reden, dass ich Ricky zu 100% das mit dem Brain Virus abgekauft habe. Ich auch. Deswegen dachte ich, das wäre der Best Trade. Ich wollte zu dir sagen, dass es oh mein Gott. Ich Hockey ist es. Ja, aber ja, das war ja. Ich hab's ihnen so sehr geglaubt, dass ich deswegen dich erschossen habe. Ich hab egal, das war scheiß gut. Aber wisst ihr warum? Ich hab auf Fully geschossen. Ich hab auf Fully geschossen als Trader, hab ihn aber nicht getroffen und denk, fuck, machst du. Ah, Brain Virus, Brain Virus, Brain Virus. Es hat aber geklappt. Der war Trader, oh mein Gott. Das war eine schöne Runde. Das war viel zu klug für Ricky. Was ist da los? Schuss, weißt du? Dann hatte ich das einfach auf einfach gedrückt gelassen. Ja, ich will it's auch. High Noon. Kannst du auch mal kannst muten? Auch mal muten? Bin ich muten? Nein. Oh. Aber es ist High Noon. Das war so eine richtige Ulti, die angekündigt wurde über die ganze Map. Er hat den Revolver gefunden. It's High Noon. Das ist lustig, oder? Das ist wirklich witzig. Detective, was machen wir? Aber ich habe noch kein handschmäßig was gesehen, also ist noch keiner gestorben scheinbar. Oh, Moin! Anonis! Hello, Peebles! Brain Virus! Brain Virus! Ich kann ihn nicht zurückholen. Was soll ich machen? Brain Virus, naja. Ich denke, es war das Beste. Sein Spiel laggt oder sowas. Maeve können wir machen. Tut mir leid, Zuschauer, dass ihr das jetzt miterleben müsst. Nee. Oh Gott, ja, das ich hab eine MP5. Nee. Au. Sag mal, sind die über oder unter uns? Aber Kommentare lesen in der Zeit oder so. Nicht. Wir müssen es eigentlich nur dann machen, wenn jemand kommt. Wo sind die? Sind so nah an uns. Auf der Straße. Wahrscheinlich sind einfach alle tot. Ich will aber trotzdem mal die über uns. Die hören sich so nah an. Warum sind die so nah? Die hören sich näher an als ihr gerade. Was macht ihr denn die ganze Zeit? Jetzt ist aber zu spät. Jetzt kann man nicht mehr. Oh, er dreht sich im Kreis. Und wann drückst du Enter? Ich die ganze Zeit. Ja, yeah, drück Enter. Nein, drück mal Enter jetzt. Russische Roulette, was ist das denn? Aber eigentlich habe ich mir schon überlegt, die Runde einfach nur in dem Zoom-Modus rumzulaufen. Das reicht mir schon. Das ist die andere Art von russisch Kiste? Roulette. Das ist wirklich ja, mit ja. Rotieren dann. Seht ihr eigentlich auch nur Scheiben und kein Auto? Ricky ist hier. Das ist Leute. Super lustig, Hockey. Nee, hier ist ein Auto. Ich sehe nur Scheiben. Achso, ich sehe das Auto nicht. Das Auto ist da, das ist ein LKW. Ah, okay. LKW. Ich glaube einfach nicht an LKWs, deswegen ja, Ricky, ist der da nicht. Sorry, dass ich dich getötet habe, Ricky.
Ich wollte gerade fragen, was ist das? Das ist ein Lastkraftwerk. Da ist Ricky, jetzt die Kiste. So ein Gabelstapler, meinst du? Seht ihr? So ein Kiste. Ich glaube, sie hat einen Lastkraftwagen. Ja, ich glaube auch. Deswegen. Nein, Rocky, hast du das gemacht? Findest du das lustig? Du bist viel stärker als Ricky. Der Rechenweg ist nicht so wichtig, das Ergebnis ich weiß, ist. Danke. Das ist nicht von mir. Yo! Mave ist auf diesem. Was macht ihr hier eigentlich überhaupt? Auf dem Fenster. Chill. Ich sag dir, was ich mach. Alles so still hier. Aber. Okay, ich hab's nicht gesehen. Okay! Hockey ich hat gestochen. Oh, es war ein Messer. Okay, wir haben es gesehen. Morgi, wieso bist du im Traitor-Raum? Hätte ich alleine gesehen, hätte ich Hockey durchgehen lassen. Wieso ist Morgi im Traitor-Raum? Ist er? Ja. Morgi ist so oft irgendwie Traitor ohne Traitor zu sein. Ich versteh's auch nicht. Morgi? Nein. Komm raus. Ja. Komm raus. Nein. Okay. Wow! Ein Lachen von. Der ganze Schön geschmettert hier. Wo ist Hockey? Gebrettert hat das. Warte, du lebst noch? Ja, ja. Okay, jetzt bin ich erst recht verwirrt. Wave, du bist du auf dem Gebäude oder so? Bananenmeister hier. Komm schon, Morgi. Also, ich will sagen, wenn ich eine Ratte sehe, schieße ich. Okay. Wo ist er? Ah! Hockey! Hockey? Oh, shit. Wo ist der? Morgi! Sag mal einen Ton! Piep mal! Was? Oh nein! Ach Mann, ich hab so viele Kills gemacht! Ich war so stolz auf dich! Hab ich dich noch erwischt, Hockey? Bei mir stand nämlich, du hattest nur ein Leben. Ja, ich glaub schon. Er war auf jeden Fall rot schon vom Leben. Letzte Runde! Okay. Ich hab Hockey gesehen und war tot. Ich glaube, ich habe an einem Punkt jemanden mit einer Banane erwischt, oder? Nee, die Banane hat nicht nichts gemacht. Ich hab so gehofft. Ich hab gesehen, wie du so 1000 Bananenbomben gekauft hast. Morgi, das war richtig anlackt, die waren immer genau dann weggegangen. Kam die HI bei dir oben an, drin im Raum? Nee, ich bin runtergegangen. Ich hab gehört, dass du es reingeworfen hast. Oh Gott, Tür aufgemacht, ich hab genau in dem Moment die HI reingeworfen. Ja, das hab ich gehört, dann dachte ich mir, ich muss ja schnell runter. Ja, womöglich. Scheiße, das Timing. Hier sind HI-Granaten, ganz viele. Was heißt HE? High Explosive? Wahrscheinlich, ne? Hochexplosiv? Moin. Ich hab ne Honey-Badger, willst du tauschen? Was Moin. Na, Rafoli, bist du wieder Traitor? Ich hab MP7, glaube ich. Oder? Ich war die ganze Runde nicht einmal Traitor, was heißt wieder? So, aber gut. Traitor, du weißt es. Mein Traitor-Alarm welche steht Farbe hat deine Rolle? Bitte mich nicht um. Ja, welche Farbe hat die Rolle? Ja, und wie schraubt das Männchen? Welche Farbe ist das Männchen? Soll ich dich umbringen? Ist deine Winchester? Was für ein Männchen? Das Männchen in der fucking Farbe. Oh, ja. Das ist ein Männchen. Aua! Warum Cheetah? Cheetah! Cheetah. Warum schießt er auf mich? So das. Weil du kein Männchen da gesehen hast. Maeve, wie sehr magst du Cyberpunk? Boah, ganz gerne eigentlich. Wieso? Okay, ist in Ordnung. Nix, ich bin Detektiv, ich mach nur meine Arbeit. Das wird Zeit für so eine Runde. Du wirst sie der Erste, der mich gefunden hat. Wie dein Gesicht ist. Ja, ja. Smiley Friends, biggest Shoutout. Das ist so. Alles, was ich an Newgrounds gefeiert habe und ja auch tatsächlich von den Creatoren, die ich schon seit Ewigkeiten verfolge. Aber, eine Serie, die ihr auschecken solltet. Es ist halt insane, wie Folge 1 einfach so krass ist als alles andere irgendwie. Okay, Jungs, ja, so eine ich finde auch Staffel 2, Folge 1 ist die krasseste Smiling Friends Folge so mit Abstand.
Johnny stinkt? Das ist nicht mal ein Vergleich. Warum? Okay. Ricky, findet ihr Ricky? Ich bin so ein bisschen durch verrottetes Obst gelaufen vorhin. Aber sonst? Ricky ist an mir vorbeigelaufen gerade. Der ist in diesem Traitor-Raum hier, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube nicht, dass Ricky an dir vorbeigelaufen ist. Denke ich. Wie sehr wundern. Also Fully wusste auch letzte Runde nicht, dass hier... Fully, du wusstest auch letzte Runde nicht, dass hier Ricky drin ist. Okay, geh mal den Gang runter und guck mal, ob ihr Ricky seht. Gewundert, wo er ist. Da geht's raus! Ja, ja. Und nee, hier rein. Hier geht's rein. In diese Tür hier. Und Maeve wusste das halt und ist mit dir da die ganze Zeit rumgetanzt. Er hat versucht, mein Schatz. Er hat's dir nicht gesagt. Ach man, Brain Virus von Fully. Das ist korrekt. Ich wusste, dass er Traitor ist. Ich hab ja alle erledigt. Das ist meine Mordgasse. Ich war ein paar Seiten platziert, während du weggegangen bist. Hast du sogar Ricky erledigt? Nee, ich gar nicht. Wo sind denn alle anderen dann gestorben? Hast du Morgan Zombie auch gekillt? Ich hab alle gekillt. Alle. Oh mein Gott, sorry, ich hab viel zu wenig gemacht in der Runde. Ja. Und Ricky steht. Weißt du, hast du ein Radar oder so? Ah ne, wir haben keins, gell? Nee, ich hab keins. Wo könnte Ricky sein? Wahrscheinlich in einer dieser ganzen Shops? Ja, der verschanzt. Oh ja, wahrscheinlich. Hier ist er, ich hab ihn. Nein, komm schon. Ey, den letzten Kill hättest du mir lassen so können. So lange direkt eben wie jemand dachte, you're a traitor. Wie du nochmal kurz die ganze Zeit zugehört ja. Ich hab's dann realisiert, er so, also, Moment, da steht Ricky Mania. Und ich hab's wieder so, gewusst. So, er war wieder in seinem, ja, ich hab's im Moment, wo du Traitor bist. Weißt du, ich hatte so eine Angst. Ich war einmal Traitor diese Runde und Mogi fängt an, einfach mich zu erschießen. So ganz aus dem Nichts. Bonus. Aber wie eine Zombie erwischt das mit dem Auto. Das war so gut. Ja, besonders, ich habe noch gesagt, oh, ich mache nur meine Detektivarbeit. Und 2 Sekunden später wurde ich vom Auto überfahren. Wurde aber als Schleim in einer anderen Welt geboren. Was ist hier? Dete. Welche Garage ist die mit dem Auto? Ich. Die hier? Hast du über Smiling Friends geredet? Ja, wir haben mit Hockey zusammen. Cool. Hallo, hörst du Schleim? Nee. Nö, okay. Du? Natürlich, klar. Ich nehme bei dir schießwütig. Ich habe aber gehofft, dass ich nehme weil ich ein Karma vor. Wie die Brasilien-Folge. Okay. Ricky, was? Oh mein Gott! Was war dein Plan? Zombie war fucking Nova! Nein! Oh ja, ich hab gewonnen! Ich hab nicht einen Schuss abgegeben, aber ich hab gewonnen! Das ja, ist okay. Das hat sich nicht umgeregelt alles! Karma. Was für eine Runde, Alter! What the fuck? Warte, warum verliere ich überhaupt so viel Karma? Kann ich als Nova irgendwas dafür, dass ich explodiere? Nee. Okay, ach, Nova ist explodiert! Aber war ja die letzte Runde. Letzte Bonusrunde. Noch eine Bonus. Bonus. Aber ja, die war echt kurz. Aber die war kurz. War eine sehr kurze Runde. Das stimmt. Es ist ja hier kein... Ich denke mal, als Nova muss man einfach weggehen von anderen. Aber es ist viel zu lustig. Scheinbar. Oh Gott. Ja, ist nicht immer einfach, der schnellste Igel zu sein. Ich bin ja auch hier. Ja, aber nicht. Oh, scheiße, Zombies. Nein. Du warst nicht Ricky the Hedgehog, der OC, du warst Rails der Fuchs. Ja. Rails der Fuchs war ich. Scheiße. Tails ist ja auch offiziell der beste Sonic-Charakter. Achso, ich dachte, du meinst, dass er Miles Prower heißt. Hier, der Detective Hut. Ja, wo denn? Nein. Das ist. Wer ist denn cooler als Tails? Wer hat Zombie jetzt gerade mit den Fässern da in die Luft? Ich wusste nicht, dass Zombie bei den Fässern stand, als sie in die Luft gejagt sind. Achso, okay. Habt ihr ihn mal identifiziert? Ich bin Professor Layton. Aua! Ich glaube, ich finde die meisten Sonic-Charaktere nicht so cool. Ja, aber der coolste ist schon Tails. Der coolste ist halt Shadow the Hedgehog. Der coolste, was denn überhaupt? Sonic Character. Der coolste ist Tails und auf Platz 2 ist Shadow. Ja, und dann kommt Knuckles. Der coolste ist Knuckles. 200%. Was mit Sonic? Knuckles der beste. Ach, Sonic ist halt lame, ne? Die sind alle lame. Ja, aber doch nicht Tails. Was ist das hier für eine. Tails ist ein 10-jähriges Kind, was ist denn. Was ist das hier für eine Grundschulunterhaltung? Au. Sind die alle da unten? Das ist ein normaler. Wahrscheinlich besser. Das diskutieren wir noch aus.
Musst du mal hier dieses Gespräch Ich wollte mich gerade bei dir bedanken, Maeve, aber du hast natürlich wieder keine Zeit. Der Bonusrunde hat ja natürlich keine Zeit mehr. Das war schon die zweite. Ich bin aber um eine Ecke gelaufen und habe mich mit Pass selber erschlagen. Du hast mich sehr gut unterhalten. Ja, ich habe dir zugesehen, Maeve. Du bist runter, jetzt bin ich einfach nur neben dem Fass da liegen. Am 20.12. kommt Star Wars. Wow. Endlich. Oder am 12.20., je nachdem. Langweilig. Und die nächste TTT-Folge auch. Ey, ich hatte mit euch heute wieder richtig viel Spaß. Tschüss, dass ihr mitgefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Schaut euch Smiling Kids an.